Jo, servus. Im sizilianischen Palermo befinden sich jahrhundertalte faszinierende Gemäuer. Berühmt wurde dieser Ort durch eine Gruft, die mit über 2000 Mumien gefüllt ist. Zwischen den ganzen Mumien befindet sich allerdings in einem Glassarg ein ganz besonderes Mädchen, die hier ihre letzte Heimat gefunden hat. Es geht um Rosalia Lombardo. Sie war erst 2 Jahre alt, als sie 1920 an einer Lungenentzündung starb. Ihr Papa, ein Offizier, sein Name Mario Lombardo, hat den Tod der kleinen Tochter beinahe nicht verkraftet. Er möchte seine kleine Prinzessin genauso in Erinnerung behalten, wie sie ihn verlassen hat. Er beauftragte einen Einbalsamierer, um seine geliebte Tochter für die Ewigkeit vorzubereiten. Das Blut des Mädchens wurde mit Formalin ersetzt und die Leiche wurde mit Alkohol und Säure behandelt. Das Ergebnis des Einbalsamierers ist absolut einmalig. Es scheint so, als wäre das Kleinkind friedlich eingeschlafen und würde jederzeit wieder aufwachen. Nur ist sie aber schon fast 100 Jahre lang tot. Meint man gar nicht, wenn man das so sieht. Für viele Leute ist das Mädchen eine Sensation, aber es wirkt auch ein bisschen unheimlich. Einige Leute sind sogar der Meinung, Unmögliches beobachtet zu haben. Rosalia öffnet und schließt ihre Augen. Experten behaupten aber, es sei eine optische Illusion, die durch das einfallende Licht und ihre nicht ganz geschlossenen Lidern entsteht. Trotzdem bekommt man doch schon irgendwie Gänsehaut, wenn man das so sieht. Naja, auf jeden Fall ist diese Rosalia, die schlafende Schönheit aus der Gruft, eine der am besten erhaltenen Mumien dieser Welt. Und sie fasziniert weiterhin viele Menschen auf der ganzen Welt. Jo, aber was sagt ihr wieder dazu? Sagt ihr, ja, das ist auf jeden Fall eine optische Illusion? Ganz klar. Oder sagt ihr vielleicht doch ein Wunder? Ich sage wie immer, glaubt, was ihr wollt. Dann vielen Dank fürs Zuhören, Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.